schon von Weitem zu sehen. Es ist wieder Leben eingezogen in den ehemaligen Tabak- oder Lotto-Kiosk von Reichenbach. Nach 7 Jahren Leerstand haben hier junge Menschen ein kleines Videospielparadies eingerichtet. Gefördert von der Wohnungsbaugesellschaft Reichenbach und der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen. Hier stehen Automaten oder Konsolen, die zum größten Teil älter sind als die Mitglieder des neu gegründeten Arcade Clubs. Hier drinnen ist Flatscreen-Verbot. Also es muss ein Röhrer sein, sonst passt es ja auch nicht zum Ambiente. Konsequent wird hier Retro umgesetzt. Eine Zeitreise zurück in die 80er und 90er. Die Videospiele von damals sind gerade wieder angesagt. Ja klar, man kann heute alles in 4K, 16K, Ultra, HD, was auch immer spielen, aber das ist trotzdem irgendwie nicht das Gleiche. Ich meine hier dieses haptische Feedback, dass das Lenkrad mit dir interagiert, sagen wir es mal so, und auch diese Röhre, wenn man jetzt noch Sound dazu machen, dann ist das alles perfekt. Also es ist einfach nur das Gesamtpaket, was da so reizt. Doch erst einmal müssen die Geräte funktionieren. Denn genauso wie sie Spaß am Spielen haben, finden es die Mitglieder des Arcade Clubs spannend, die Technik wieder flott zu machen. Sie sind fasziniert von den vielen Leiterplatten, Speicherchips und Transistoren, die vor 30 Jahren nötig waren für Spiele wie diesen Rennsimulator von Sega aus Japan. Hier unter der Klappe versteckt sich auch noch so eine Platine, die wir übereinander gestapelt haben. Neben diesem uralten Riesentravo, den wir hier haben, haben wir hier praktisch die komplette Toneinheit. Das sind auch mehrere Platinen übereinander. Es geht damit los, dass es eine einzelne Platine gibt für den Spielsound, wo man die Motorengeräusche im Spiel hört und so weiter. Oder wenn man einen Crash baut. Es geht weiter, dass es noch ein einzelnes Board gibt, was nur die Musik wiedergibt. Und praktisch eine Verstärkerplatine, die dann die Lautsprecher, die im Sitz eingebaut sind, inklusive einem Subwoofer unter dem Sitz, das muss man mal merken, von 1996, das ist schon ganz schön innovativ, hat diese Platine noch die Aufgabe, diese ganzen Sounds zusammenzumischen. Noch älter ist dieser Flipperautomat aus den 80ern. Auch er lässt die Spielerherzen höher schlagen, wenn die glänzende Stahlkugel Punkte sammelt. Ich bin der Flipperkönig. Ich treffe jedes Ziel. Flipper quasi nicht nur wie heutzutage auf dem Computer zu spielen, sondern halt mal einen richtigen großen Automaten. Und das macht halt auch den Arcade Club aus, dass man halt wirklich an den großen Automaten halt dran spielt und nicht nur an dem Computer oder sowas vom Bildschirm. Und dann steht man hier auf einmal mit diesen riesen Arcade-Automaten und denkt sich einfach, boah, was haben wir hier Geiles gemacht in dieser Stadt, wo sonst alles schläft, und dann kommt ja dieser bunte Arcade-Club und die Leute strömen her und es kommt immer gut an, was wir hier machen. Und es ermutigt einen natürlich dann auch weiterzumachen. Ein Spielparadies auf 18 Quadratmetern, wo sich künftig jedermann Coins kaufen kann, um Super Mario oder Tekken 2 zu zocken. Wir sind ausdrücklich keine Spielhalle, wir bieten kein Glücksspiel an oder irgendwas, sondern das sind hier wirklich Sammlerstücke aus den 80er und 90er Jahren, wo früher schon Leute dran gespielt haben, die früher mal in der Kneipe in der Ecke standen, und hier kommt kein Geld raus. Man wirft hier einen Coin rein, dann macht es Bing und man kann eine Runde spielen. Das ist ganz einfach. Es sind ganz normale Videospiele, wie es heutzutage die Leute auf einer Xbox oder was auch immer spielen, und kein Glücksspiel. Wir sind kein Casino, keine Spielhalle, irgendwas. Freitag bis Sonntag soll der Arcade Club an der Zwickauer Straße im vogtländischen Reichenbach demnächst für alle öffnen. Und künftig könnte hier auch noch ein Spätshop entstehen.